Vielleicht erzähle ich dann ein bisschen was weiter aus der Geschichte, die wir angefangen haben. Sind uns in der Praxis sehr viel von Arbeitslosigkeit bedrohte Bucharbeiter aus dem berühmten Buch 2 und 4er Werk im Süden von Graz, der für das legendäre Buch Waffenrad verantwortlich war, heute in die Praxis gekommen, und werden dann über die Vertretung der Arbeiter in dieser Firma mitkriegt, dass das Buch 2 und 4er damals noch unter Andorsch, der damals CA-Chef war, verkauft werden sollte. Und wir haben so eine Selbsthilfegruppe zur Rettung des Buch-Zweiradswerks bei uns in der Praxis gegründet und sind dann, das war noch ein Teil der Allmachtsfantasie von mir als Arzt oder von uns als Ärzten, von meinen Kollegen vor allem, der sich sehr eingebracht hat, zu sagen, das müssen wir verhindern. Wir sind dann zu zweit um 5 Uhr früh vor dem Berg gestanden und haben Flugzeugen verteilt, um zu schauen, dass Leute diese quasi Bürger- und Arbeiterinnen-Initiative unterstützen. Es hat eine große Demonstration in Graz gegeben. Leider, wie Sie wissen, gibt es das Buchrad ja nicht mehr in Österreich. Das ist namenmäßig nach Piaggio nach Italien verkauft worden. Und ist aber doch noch... Rechts drücken. Achso, da kann ich drücken. Links, rechts? Rechts. Rechts, okay. Gut, das war die Struktur. Und auf die möchte ich das gar nicht näher eingehen, weil das ist an sich ja klar. Der Verein ist der offizielle Träger, die Praxisgemeinschaft liefert praktisch die Menge an Patienten. Und die Sozialarbeit ist so integriert, dass du dir durchaus in bestimmten Bereichen 1:1 Gespräche führen können mit Patienten, vor allem im Drogenbereich, zum Beispiel Erstgespräche, eine halbe bis eineinhalb Stunden lang zu zweit Arzt und Sozialarbeiterin gemeinsam. Wir können also sofort Patienten überweisen bei vielen rechtlichen, sozialrechtlichen und praktisch sozialarbeiterischen Problemen. Das heißt, das ist sicher ein Unikum bei uns, das ist so nicht üblich, aber in der Schweiz, wie wir Anfang der 80er Jahre geschaut haben, war das selbstverständlich, dass Sozialarbeiter in ärztlichen Praxen sitzen, eingekauft von den Ärzten, weil sie wissen, dass es gut ist, Sozialarbeiter zu haben. Das war der Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche, die wir gehabt haben, wobei uns besonders das leid tut, dass wir die sozialen Dienste nicht mehr haben, aber das war nicht mehr finanzierbar. Das war für uns als private, sogenannter privater Verein einfach finanziell ein zu hohes Risiko. Zu den Aufgaben neben der täglichen Versorgung machen wir eben so jetzt eine Mischung von gesundheitlicher, gesundheitsorientierter Stadtteilarbeit mit einem mehr oder weniger hohen Anteil an Bürgerinitiativen, bürgeraktivierenden Maßnahmen und gesundheitspolitischen Veranstaltungen. Also auch Forscher stellen ihre Arbeit vor, oder Mitarbeiterinnen von unserer Arbeitsgruppe kommen und stellen ihre eigenen Forschungsarbeiten vor. Was ich zu den Projekten da zum Buch Zweiradwerk noch sagen wollte, also wir sind damals so quasi agitierenderweise vor dem Buchwerk gestanden und haben also mit 100, 200 Arbeitern diskutiert und so Strategien entwickelt, wie vielleicht die Arbeiterinnen und das mittlere Management diesen Betrieb in Eigenverantwortung übernehmen können. Das ist leider gescheitert. Und jetzt als Verein im Jahr 2012 bieten wir betriebliche Sozialarbeit für Magna Powertrain an. Und die haben das vergessen, dass wir praktisch gegen sie oder gegen die Vorgänger, die wir politisch agitiert haben, kaufen unser Know-how jetzt ein. Das ist eine spannende Entwicklung über die Jahre. Das letzte Projekt. Sie sehen, wir haben das sehr früh angefangen, in dem Teilbezirk von Liebenau in Grünanger was zu machen. Also die Aktionen gehen von Gesundheitsförderung, Konferenzen, die also eher auf das südliche Graz und auf die Umgebungsgemeinden sich bezogen haben, bis hin zu kleinen Teilprojekten und runden Tischen im Bezirk oder in Teilen unseres Bezirks. Und manchmal müssen wir immer wieder auch politisch agitieren, wie zum Beispiel, es war in den Anfängen der EU zum Beispiel für die Grazer Sozialpolitik zum Beispiel zunächst selbstverständlich die Sozialdienste, also die gesamte pflegeversorgenden Vereine öffentlich auszuschreiben, auch EU-weit auszuschreiben, was bedeutet hätte, Dumpingpreise, Mitarbeiterinnen aus dem Ausland würden also große Konkurrenz darstellen und so weiter, und keiner der Trägervereine hat sich getraut, ein Wort zu sagen, und alle haben die Kuhstuhl im Mund zu machen. Und wir waren die Einzigen, die aufgetreten sind und gesagt haben, das geht nicht. Die jetzigen Vereine, die hier arbeiten in Graz, die machen gute Arbeit. Warum sollen wir uns einer formalen Bestimmung beugen, haben öffentlichen Druck gemacht, und dann ist doch, Gott sei Dank, auch
der Kollegen Wippel was eingefallen, dass man also diese Ausschreibung doch nicht machen musste und so weiter. Und wir waren also immer gegenüber der Sozialbürokratie und auch der Politik in Graz oder, immer lästig. Das muss man schon dazu sagen. Und ich würde es aber auch durchaus heute dann auch Ihnen empfehlen, als eine Möglichkeit zu arbeiten. Ich habe, bevor ich das Folie, die ich ganz am Schluss eingefügt habe, vergessen darauf, auch noch wahrscheinlich mit dieser Allmachtsfantasie im Zusammenhang, die Mitarbeiterinnen einfach so vorzustellen. Sie haben vielleicht ein paar Kennern, wenn Sie sehen, die Magistre Steiner, Alec Spaller, die letzten beiden arbeiten noch bei uns, und die Frau Dr. Schumacher als Sozialarbeiterinnen, neuere Ausbildung. Die Frau Dr. Zelinka ist unsere Soziologin, die zwei Studien gemacht hat in Graz, also Schulvergleiche aus einem reichen Schulbezirk und einem benachteiligten Bezirk, und eine Jugendstudie in unserem Bezirk. Und ein Sozialarbeiter, den ich da nicht erwähnt habe, nämlich den Christoph Bammer, der bei uns auch als Sozialarbeiter gearbeitet hat, eine sehr interessante Forschungsarbeit zum Abschluss seines Public Health Studiums, das er jetzt hauptamtlich betreibt, herausgegeben hat, nämlich die organisatorischen Potenziale zur Reduktion sozialbedingter gesundheitlicher Ungleichheit durch Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in Österreich. Ein Handlungsfeld sozialer Arbeit, Fragezeichen. Eine sehr spannende Untersuchung. Und die Frau Dr. Saskia Beig, die vielleicht auch einige kennen, eine Soziologin aus Oberösterreich, aus einer bekannten oberösterreichischen Politikfamilie, die zwei Studien gemacht hat zum Thema des Bezirks, des heutigen Themas. Dr. Dijkert zur Wohn- und Lebensqualität marginalisierter Bevölkerungen, Bevölkerungsgruppen am Beispiel Grünanger, ihre Magisterarbeit geschrieben und ihre Doktorarbeit Raumpotenziale am Grünanger, Ansatzpunkte der Gesundheitsförderung. Ich möchte Ihnen das Gebiet einfach kurz zeigen, dass Sie sich das vorstellen können. Schmucke kleine Häuschen, hergerichtet oder nicht hergerichtet. Die Häuser stehen im Eigentum der Stadt. Das Sozialamt weist Bewohner zu. Es besteht sehr viel Freiraum, Gestaltungsmöglichkeit. Das ist im sozialen Wohnbau, so wie hier, das ist auf Stockwerk natürlich nicht möglich. Hier kann man durchaus sich ausspinnen und trotzdem gut nachbarschaftlich auskommen. Diese sogenannten Kremserhäuser, das haben wir erst vor eineinhalb Jahren erfahren, waren, haben eine sehr unrühmliche Vergangenheit, die im Bezirk völlig verschwiegen wird, nämlich sie stehen auf einem Grund und wahrscheinlich sind einige Häuser noch aus einem riesen Lagerkomplex von Kriegsgefangenen im Süden von Graz, wo also durchaus Massenmorde von 1945 noch gemacht worden sind, deren Opfer dann in den Muraugen, die jetzt durch ein Staudammprojekt aufgestaut werden, verscharrt worden sind. Und dieser sogenannte Liebenauer Prozess, einer der Kriegsverbrecherprozesse in Österreich, ist bisher im lokalen Bereich bei uns überhaupt nicht bekannt gewesen. Ja, hier ist zum Beispiel ein sehr schön adaptiertes Haus, aber Sie sehen, man kann ganz unterschiedlich umgehen. Also marginalisierte Bevölkerungsgruppen sind ja nicht über einen Kamm zu scheren. Die Jugendarbeit schaut ein bisschen schwieriger aus. Sie sehen das Jugendzentrum, das im Sommer so bewohnt wird, unter Starkstromleitung. Das ist natürlich auch Ausdruck von einer gewissen Prekarität. Ja, worum geht's? Wir haben zum Beispiel ein Projekt, ich verwende eine Folie von der Frau Dr. Zelinka Reutner, das wir 3 Jahre vom Fonds Gesunden Österreich unterstützt haben. Wir bekommen ja Gelder von Graz, von der Stadt Graz, vom Land und da 3 Jahre vom Fonds Gesunden Österreich. Das haben wir so getauft, Stages, also Stadtteil Gesundheit abgekürzt, Neudeutsch abgekürzt, und haben damit Ideen verbunden, die für Sie nichts Neues sind. Also soziales Kapital, kulturelles Kapital, ökonomisches Kapital als Begriffe sind klar. In unserem Bereich, in meinem Bereich, im ursprünglichen Bereich der Medizin und der Gesundheit, ist es absolut nicht klar, dass es Zusammenhänge zwischen sozialer Lage und Gesundheit gibt. Da sind wir haben so ein Symposium einmal gemacht, 1999, lieber reich und gesund, als krank und arm.
wo man, glaube ich, das zumindest in unserem übersehbaren Bereich das erste Mal in Österreich definiert haben, diese Fragestellung. In der Zwischenzeit ist Ihnen natürlich klar, dass soziale Lage und Gesundheit ganz eng zusammenhängen. Und das ist nicht ein exotisches Thema, was ich den Ärzten sagen muss immer, der dritten Welt oder so, sondern bei uns leben die, die keine Matura haben, 6 Jahre kürzer als die, die Matura haben. Das ist ein hartes, also wirklich einer der härtesten sozialen Fakten, die, also soziale Ungleichheit in Österreich, wir haben das auch bei uns im Bezirk überprüft, hat ganz klare, massive Auswirkungen, nicht auf irgendwelche Beschwerden oder Symptome, auf die Dauer des Lebens. Das ist ja dann nichts Neues, aber ich muss es einfach immer wieder sagen, weil das an sich ganz wesentlich ist. Für eine Projektarbeit kann ich natürlich nicht sozialpolitische Aktionen machen, um die ökonomische Situation, die Bildungssituation der Menschen zu verbessern. Es muss was anderes passieren. Stichwort soziale Netze ist klar. Auch hier muss ich den Medizinern immer wieder sagen, soziale Netze sind, wenn sie vorhanden sind, eine Ressource und nicht vorhanden sind sie ein mindestens ebenso großes Risiko wie Rauchen, Mangel an Bewegung und Nikotin und Cholesterin. Das heißt, soziale Netzwerke, die fehlen, haben einen allein für sich ganz klar nachgewiesen, Milk, soziale Ungleichheit und Gesundheit, oder die englischen Studien, Marmot, Wilkinson und so weiter, die zeigen das ganz klar über Jahrzehnte im europäischen Bereich auch. Diese sozialen, an sich weichen Parameter haben ganz harte Auswirkungen, wenn sie sozial ungleich verteilt sind. Und ja, das ist so. Wir haben dann immer wieder versucht, Kontakte mit halt den entsprechenden Institutionen im Bezirk aufzunehmen, weil uns klar war, dass wir, wie es auch Ihnen klar ist, dass wir natürlich mit reinen Empowerment-Projekten nicht viel erreichen. Es geht also eher darum, zwei Ansätze, die ich jetzt ein bisschen mehr so herausgeholt habe, eben diese soziale Anwaltschaft, wo ich stellvertretend für jemanden was tue, aktivieren muss und gleichzeitig aber auch die direkte Beteiligung fördern. Da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wie wir das gemacht haben. Es sagt sich so leicht, Netzwerke aufbauen. Ne? Netzwerke, die man aufbaut, von top-down, ja, die zerbrechen dann. Da kommt zu einer Sitzung, wie wir heute gehört haben, und dann ist es aus, wenn der die Sitzung eingeladen hat, nicht ein zweites Mal einlädt. Das ist dann natürlich kein stabiles Netzwerk. Roundtable Grünang als erstes zeige ich Ihnen ein Beispiel. Warum ist es gegangen? Diese erste Siedlung, die ich Ihnen gezeigt habe, diese Beratungssiedlung, ist nämlich am Ufer der Mur gelegen, in einer Grünregion, ein ideales Spekulationsgebiet für privaten Wohnbau zum Beispiel oder für irgendwas anderes. Ja, das war das erste, 1997. Das war aus der damaligen, glaube ich, KPÖ-Stadtzeitung, so ein Schlagzeug, ich glaube, das war die einzige Schlagzeile damals. Wir haben gemerkt, die Leute kämpfen ums Überleben. Aber die sind draufgekommen, wie es geheißen hat, eure Verträge laufen im nächsten Monat ab, Ökosozialamt und dann wird baut. Ja, zuerst abkämpfen. Ne? Dann haben wir ein Netzwerk, und das war ein ganz wesentliches Netzwerk, knüpft nämlich, wir haben alle Leute, die irgendwie was zu sagen gehabt haben, sogenannte Keepers im Bezirk zusammengeholt, aus den Pfaden, aus dem Ordnungsamtstaat an und alle lokalen Sozialarbeiter und so weiter und haben gesagt, wir müssen jetzt was tun, wir müssen die Bewohner unterstützen, dass das nicht abgerissen wird. Und das ist letztlich gelungen. Der Roundtable ist also dieses organisatorische Treffen der Aktivistinnen, die sich heute auch noch immer treffen. Wir machen das alle 2 Monate, dass man so quasi von Case Management, Fallgeschichten bis hin zu, ja, wie geht es jetzt? Fernwärme in diesen Häusern oder was wird jetzt neu gebaut? Weil interessanterweise, nachdem dieses Wohngebiet erhalten geblieben ist, hat sich der kommunistische Stadtrat Graz mit dem ÖVP-Landesrat Steiermark zusammengetan und es sind erstmals neue Gemeindewohnungen gebaut in der Steiermark seit Jahrzehnten. Nämlich es sind für Baracken, den Neubau von schöneren Baracken, die man nicht mehr Baracken nennen kann, also so ein Holzbau, den man aber von außen eigentlich als Betonbau vielleicht ansieht. Sie haben das vielleicht noch in Erinnerung, die ersten Häuser, die schauen so als Betonhäuser aus, sind aber reine Holzhäuser. Das ist gelungen.
Das heißt, es haben sich sehr viele Leute auf dieses quasi erfolgreiche Modell raufgesetzt und in der Zwischenzeit ist es etabliert. Das ist ein herzeigbares Gebiet, das, wo man sagen kann, hier ist sozial beruhigt worden. Das, was leider nicht funktioniert hat, war so dieses, auch eine Empowerment-Idee. Die Bewohner haben gesagt, okay, wir gründen einen Verein und machen so ganz viele Sachen. Wir haben so viel vor, wir wollen aktiv werden. Sehr viele Punkte sind da aufgezählt worden. Der Verein ist nicht gegründet worden, es ist keines dieser Projekte da rechts in Gang gekommen. Das war zu früh. Das war gut gemeint, aber es hat halt niemand von den Expertinnen aufgegriffen. Das sind so Personen und Einrichtungen, die zum Beispiel bei diesen Roundtables immer zusammenkommen. Und das ist ganz toll, weil man Hausverwaltungs- und Mietprobleme besprechen kann, aber gleichzeitig psychotherapeutische Fragen klären kann, plus finanzielle Fragen, wie die Häuser zu renovieren sind und Probleme mit Jugendlichen und inwieweit Ressourcen aus dem Fonds zu aktivieren sind, sind da jederzeit möglich. Aber das Wesentliche ist, dass wir natürlich seit 1984 bei der Einrichtung tätig sind und dafür sorgen, dass diese Roundtable in Gang ist. Das ist eben nicht ein Projekt, das abgeschlossen ist, wo nachher dieselbe prekäre Situation ist wie vorher. Gut, jetzt geht's noch weiter. Gut. Also Zielgruppe Grünanger war so ein Arbeitsschwerpunkt von uns. Die Erarbeitung des Leitbildes Gesundes Österreich, Gesundes Liebenau, Gesundheitsplattformen war ebenfalls das, was so im Hintergrund immer bis hin zur Unterstützung von den Bürgern, die gegen das Murkraftwerk aktiv gearbeitet haben. So, was mache ich jetzt nicht? Ich will die Folien überspringen. Geht nichts? Tust du? Sag Stopp. Ja, nein, kannst weiter tun. Also, wir haben zum Beispiel, ich zeige Ihnen so ein paar Szenen aus den Schulfesten, die wir haben so gesucht als Bündnispartner für Bezirksaktivitäten und haben gedacht, die Schule ist sicher eine, die uns unterstützen wird in unserer Arbeit und sind draufgekommen, dass die Schule eigentlich fast auf uns gewartet hat, weil die Schule mit einem Migrantenanteil von 80% sich noch nicht getraut hat, einen Elternverein zu gründen, noch nie ein Schulfest gemacht hat und irgendwie gemerkt hat, sie stehen an in dem komplexen Problem Ausländer, Inländer, Frage und so weiter. Das war der engagierte Direktor dort, die uns geholfen hat, wir haben so gemeinsam das erste Schulfest organisiert. Tut mir leid. Aufgrund des Schulfestes, wo wir so einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben haben, sind sehr viele Ideen gekommen, gemeinsames Musizieren, Deeskalationstreffen mit den Siedlungen, weil es geheißen hat, einerseits die Ausländer können einen bestimmten Teil des Parks nicht und die Inländer können einen anderen Teil des Parks nicht. Dann kann man in solchen Bunker-Betonräumen, die natürlich darauf hinweisen, dass das nicht vorgesehen ist für solche Veranstaltungen, Deeskalationstreffen machen. Wir haben Migrantenverein, selbst Hilfe organisierter Verein Pro Health von Afrikanern, die in Graz leben, mit eingebunden in die Arbeit. Ja, und dann haben wir versucht, also neben diesen anwaltschaftlichen Arbeiten, also kleinere so Empowerment-Projekte zu initiieren, die halt so nadelstichartige Interventionen sind. Wenn man großartig sagt, das ist Empowerment, würde ich sagen, das ist vielleicht der Beginn von Empowerment, weil wenn ich. Du hast vielleicht noch einmal zurück. Noch einmal zurück. Wenn man sagt, wir machen jetzt wöchentlich einen Brunch im Grünanger. Das heißt, da sitzen. Du hast da weiter vorhin. Da sitzen Migrantinnen mit Kopftuch, mit psychiatrischen Patienten, mit Österreichern, die normalerweise extreme Vorbehalte gegen Ausländer haben, zusammen frühstücken, lernen zum Teil, wie man halt sich gegenseitig bedient und abwascht und so weiter und höflich ist und sich ja, einfach normal zum Tisch sitzt. Manche kommen natürlich mit einem Tupperware und holen dann abkassieren für die nächste Woche an Lebensmitteln, das ist klar. Ja, das zweite ist vor unserer Einrichtung, die ein Teil der Räumlichkeiten der Sozialarbeiterin des Bezirks ist, liegt da drin der Garten, der eigentlich über Jahre brach gelegen ist und wir haben jetzt versucht, den zu öffnen. Garten für alle. Haben wir es genannt, das ist ein sehr anspruchsvoller Titel. Die Migrantinnen wollten ihn haben komplett für sich, um dort Gemüse anzubauen und die
Wir haben gesagt, aber da dürfen die anderen nicht rein. Und wir haben gesagt, nein, das muss offen bleiben für alle. Und jetzt sind kaum Leute drinnen, wenn wir sie nicht einladen. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit. Wir machen dort, tust du es weiter, bestimmte Stadtteilfeste, wo auch die Migrantinnen sich viel lieber eingebracht haben als bei anderen Aktivitäten. Wobei das auch wieder täuschen kann, weil sie dann letztlich, nachdem sie uns jetzt bei 3 oder 4 Festen schon das Gehirn organisiert haben, eigentlich gesagt haben, sie tun uns zuliebe, weil wir sie gebeten haben drum und sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Da kommen immer so 100, 150 Leute zusammen. Ja, wir haben so dort auch ein speziell Walking-Treffen organisiert. Das war einer der Höhepunkte, weil dort sind wirklich 35 Leute gekommen. Sonst haben wir normalerweise eine Kerngruppe von 10 bis 15. Ja? Gewichtige Bewegung. Gut, genau, weiter. Gut, das vorher. Na, zweimal. Ja. Also ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir können, falls es interessiert, das darf man eingehen. Aber was ich jetzt spannend finde, wenn man so diese zwei Berufsgruppen anschaut, Sozialarbeiter und Ärzte oder Gesundheitsarbeiterinnen und Ärzte und Sozialarbeiterinnen, die Gemeinwesenorientierung und die Gesundheitsförderungsidee haben natürlich extrem viel gemeinsame Wurzeln. Also da gibt es tolle Anknüpfungspunkte. Es ist ganz klar, dass also alles das, was Sie theoretisch lernen, eigentlich einem Arzt genauso beizubringen ist, wie vielleicht ein Gesundheitspolitiker oder ein Sozialpolitiker. Man muss das erst schürfen, was da hier an Potenzial drinnen ist. Auch die Orientierung auf soziale Ungleichheit, die vor 10 Jahren noch exotisch war in Österreich, ist absolut ein guter Zugang. Weil man kann durchaus jetzt Internisten, die für Hochdruck und für Diabetes zuständig sind, klar machen, dass in der Bildungsunterschicht, in der ökonomischen Unterschicht, ein deutlich höherer Anteil an Patienten ihrer Fachdisziplin zum Beispiel vertreten sind. Und das ist nichts bringt, wenn man Förderungsprojekte macht, wie gesagt, Walken mit jung, gesund, dynamisch, schlanken Menschen, denen man eh schon ansieht, dass sie eigentlich aus einer Mittelschicht, Oberschicht kommen, sondern man muss Projekte dorthin bringen, wo die Leute tatsächlich soziale, ökonomische Bildungsprobleme haben. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass es sein kann, dass je mehr Professionalität existiert, umso geringer das politische Selbstverständnis im Sinne von einem aktiven Beteiligen an politischer Arbeit besteht. Das Beispiel können Sie sehen am alten Berufsstand der Ärzte. Ne? Die Ärzte sind sicher eine sehr konservative Gruppe, während die Sozialarbeiter noch mehr an politischem Selbstverständnis mitbringen. Und ich befürchte vielleicht, dass es je mehr sich die Sozialarbeit professionalisiert, auch da so ein ähnlicher Bürokratisierungs- und Erstarrungsprozess eintreten könnte. Weil ich glaube, dass das anwaltschaftliche Verständnis sich nicht eben auf Case Management allein, auf die Einzelarbeit beschränken kann, sondern schon auch bedeutet, ich muss öffentlich auftreten, Konflikte austragen und muss mich halt manchmal in Fettnäpfchen setzen, die meine politischen Geldgeber oder Projektgeldgeber vielleicht doch nicht so dotieren. Was weiter? Ein Nachteil ist, wenn Sie lernen, auch auf der Sozialakademie, dass soziale Arbeit und politisches Engagement zum Beispiel zusammengehört, dann sehe ich jetzt insofern in der Zukunft Schwierigkeiten, weil Sie keine öffentlichen Aufträge dafür mehr bekommen. Die öffentliche, amtliche Sozialarbeit zieht sich zurück und es wird Vereinen überlassen. Auch durchaus Vereinen mit Sozialarbeitern, natürlich. Aber wer koordiniert das? Wer gibt die Ziele vor? Wer sagt, wer gibt gleichzeitig mit Förderungsgeldern den Auftrag, Verringerung sozialer Ungleichheit ist das Ziel? Weil das ist letztlich das Ziel, das sich die WHO, das sich die Staaten Europas vorgenommen haben. Es geht darum, wie jetzt nur das gerade abwesen, eine Verringerung der sozialen Ungleichheit innerhalb von auch den reichsten Gesellschaften verbessert die gesundheitliche und damit natürlich die Wohlbefindenssituation und alles das, was auch das Arndt an dem Vormittag ja schon in den 20er Jahren formuliert hat. Ist eine Orientierung auf besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen wirklich ein politischer Auftrag von den jeweiligen Politikträgern oder doch nicht? Oder sind so Projekte wie unseres vielleicht ein Feigenblatt? Schwierig, finde ich,
in der Auswahl von Mitarbeitern diese spezielle, auch präventiv orientierte Vorgangsweise. Das ist gar nicht so leicht. Also habe ich Erfahrung gemacht, dass sowohl von Turnusärztinnen als auch von Sozialarbeiterinnen die Idee, rauszugehen und auch irgendwo anzuleiten, ohne einen Auftrag zu haben. Das heißt einfach präventiv, so wie jetzt zum Beispiel mit der Stadträtin unser neuester Mitarbeiter, der Herr Rudersberger, herumgegangen ist und gesagt hat, ich möchte also eine Erhebung über die Wohnsiedlungen in dem Bezirk Grünanger noch differenzierter machen, das muss ich bisher wissen. Das ist extrem schwierig. Da ist er der Erste seit ein paar Jahren, der wirklich das kann, sich hinstellen kann, sagen, ich komme jetzt vom SMZ und wir haben dann eben ihr Zentrum, kennen Sie das überhaupt? Ne? Und dann sagen die Leute, na, kennen wir eigentlich gar nicht. Und wir denken uns, naja, hoppla, jetzt sind wir da jahrelang da und ihr kennt nicht einmal den Namen. Nein, ihr, ne? Ihr seid schon wieder schuld, natürlich, dass ihr es nicht kennt. Aber die haben das auch nicht weiter gesagt. Also da gehört halt nicht nur eine spezielle starke Persönlichkeit, eine offene Art, auf Leute zuzugehen, deren Sprache zu sprechen, soziale Fantasie dazu. Es ist dann schwierig, wenn dann plötzlich Migranten mit so klassischen Proletariern österreichischer Herkunft zum Streiten anfangen und sagen, ihr geht's weg, ihr Mitglieder. Herr Doktor, du musst dir abhören. Ja, muss mir abhören. Okay, das ist ja die vorletzte Folie. Also, das ist noch ein bisschen weiter. Ja. Hatte vorher noch ein Stichwort. Kooperation ist auch ein heikles Gebiet, weil ich den Eindruck mache, viele Berufsgruppen, die im Gesundheits- und im Sozialbereich arbeiten, haben gar nicht so gern sich in die Karten schauen zu lassen. Es gibt so wenig, finde ich, jetzt auch Anreize wissenschaftlicher Art oder auch finanzieller Art, die positive Seite von Kooperation zu sehen. Innerhalb von einem Verein ist leicht kooperieren, klar. Aber zwischen Vereinen oder Projekten und mit der Bürokratie ist es schon schwieriger. Nächste Folie. Oder? Ja. Es haben sich, das ist abschließend, finde ich, positiv einmal zunächst, die Public Health Szene, die Gesundheitsförderungsszene, davon Gesundes Österreich, in Österreich so etabliert, dass die soziale Frage im Gesundheitswesen ansprechbar ist. Das sind Andockstellen für gemeinsame zukünftige Arbeit. Orientierung auf sozial benachteiligte Gruppen hat auch im Gesundheitsbereich hohe Priorität. Und die letzte Folie, jetzt wirklich letzte Folie. So Teile wie Gesundheitsberichterstattung, Armutsberichte, Gesundheitsziele, die jetzt in den meisten Bundesländern etabliert sind, sind da auch wirklich positive Ansätze. Da stehen Ziele drinnen, an denen man arbeiten kann. Aber, ich komme aus der Steiermark, wir haben voriges Jahr die großen Sozialdemonstrationen gehabt, wo erstmals seit 30 Jahren 7.000, 8.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Es gibt jetzt in zwei, drei Wochen Veröffentlichung viele, viele hundert Millionen Euro in der Steiermark allein zu sparen in den nächsten zwei Jahren. Da gibt es wirklich einen sozialen Kampf um diese reduzierten Finanzen, durchgeführt durch die Steirische Reformpartnerschaft. Und da erfordert sehr viel auch neue professionelle Kooperationsantworten und Allianzen oder auch Gegnerschaften. Dankeschön.